Seit dem Start von ChatGPT Ende 2022 ist die KI-Szene explodiert. Dutzende von Startups haben von diesem Goldrausch profitiert und die großen Tech-Unternehmen haben KI in alles integriert, was sie tun. Eine dieser jüngsten Innovationen war die Just Walk Out-Technologie von Amazon. Die Idee war einfach. Man geht in einen Amazon-Lebensmittelladen seiner Wahl, holt die gewünschten Artikel ab und geht einfach wieder. Eine künstliche Intelligenz sollte die ganze Arbeit übernehmen und nachverfolgen, welche Artikel man gekauft hat, wie hoch die Gesamtrechnung sein sollte und welches Konto belastet werden sollte. Zugegeben, das ist eine ziemlich coole Technologie, die das Einkaufen viel bequemer macht. Aber diese Technologie war nicht wirklich real. Es war zwar ein gewisses Maß an KI und maschinellem Lernen im Spiel, aber es gab auch mehr als 1000 Arbeiter in Indien, die den Leuten beim Einkaufen zusahen und Videos auswerteten, um sicherzustellen, dass diese Technologie richtig funktioniert. Ein gewisses Maß an menschlicher Überprüfung ist vor allem in der Anfangsphase durchaus sinnvoll, aber im Fall von Just Walk Out war die Technologie viel mehr menschliche Arbeit als KI. Amazons Ziel war es, dass nur 5% der Einkäufe von Menschen überprüft werden, aber in Wirklichkeit wurden satte 70% von Menschen bestätigt. Die Situation war sogar so schlimm, dass Amazon beschlossen hatte, die Technologie zurückzunehmen und etwas viel Einfacheres einzuführen: Dashcards. Dabei handelt es sich im Grunde um intelligente Einkaufswagen, die verfolgen, was man in seinen Warenkorb legt. Es handelt sich also um fortschrittliche Self-Checkout-Automaten, die im Laden bewegt werden können, und nicht um eine revolutionäre KI, die auf magische Weise Videoclips von Einkäufern analysiert und den Rest erledigt. Das ist keineswegs ein Seitenhieb gegen Amazon. Die Wahrheit ist, dass die Entwicklung solcher Technologie außerordentlich schwierig ist. Dasselbe gilt auch für Teslas Autopiloten. Das selbstfahrende Auto von Tesla ist zweifelsohne eindrucksvoll, aber es ist auch weit entfernt von den selbstfahrenden Robotertaxis, die vor 4 Jahren auf den Markt kommen sollten. Macht die künstliche Intelligenz also tatsächlich Fortschritte in einem noch nie dagewesenen Tempo? Oder ist KI immer noch mehr Hype als Realität? Lasst es uns herausfinden. Das größte Argument gegen den Fortschritt der KI sind die gravierenden Fehltritte und Fehleinschätzungen, die wir selbst bei den größten Unternehmen beobachten konnten. Wir haben bereits über Amazon und Tesla gesprochen, aber das sind nur 2 Beispiele. Viele andere große Unternehmen hatten ähnliche Probleme, revolutionäre Technologien auf den Markt zu bringen, wie zum Beispiel Google. Google hat jedes Quartal mehr als 10 Milliarden Dollar in KI investiert und plant längerfristig Investitionen von über 100 Milliarden Dollar. Ganz zu schweigen davon, dass das Unternehmen bereits seit 2010 oder sogar noch früher an KI arbeitet. Trotzdem sind sie noch immer nicht in der Lage, einen fortschrittlichen Chatbot auf den Markt zu bringen. Bei ihrem ersten Versuch unterlief ihrem Chatbot ein sachlicher Fehler in ihrer eigenen Werbung. Google Bard behauptete fälschlicherweise, dass das James Webb Weltraumteleskop die allerersten Bilder eines Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems aufgenommen hat. Dieser Fehler kostete das Unternehmen 100 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Nach diesem Fehltritt ging Google einen Schritt zurück, überarbeitete seine KI und brachte Ende 2023 einen neuen Chatbot namens Gemini auf den Markt. Aber Gemini war wohl noch schlechter als Bard. Es war nicht einmal in der Lage, einfache Fragen zu bedeutenden Personen zu beantworten. Laut Gemini ist das George Washington. Das sind Päpste und das sind britische Könige. Gemini würde das Unternehmen weitere 96 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung kosten. Auch das soll kein Seitenhieb gegen Google sein. Bard und Gemini sind für sich genommen sehr beeindruckend, aber gleichzeitig sind sie noch nicht genau genug, um die Google-Suche zuverlässig zu ersetzen. Mit Siri verhält es sich genauso. Apple arbeitet seit 2010 an Siri und hat mit die höchsten Forschungsausgaben der Welt. Dennoch liegt Siri selbst hinter den grundlegendsten generativen KI-Modellen weit zurück. Angeblich soll sich das mit der nächsten Version von iOS ändern, aber das ist noch nicht geschehen. Der Punkt ist, dass selbst die größten Unternehmen der Welt mit nahezu unbegrenzten Forschungs- und Entwicklungsbudgets und massivem Fokus auf KI Schwierigkeiten haben, ihre Visionen zu verwirklichen. Und das ist nur die Big Tech-Seite des Marktes. Wenn wir uns der Startup-Seite der KI zuwenden, sind die Dinge noch viel chaotischer. Die Investoren sind in einem Rausch, in alles zu investieren, was die Schlagworte KI und maschinelles Lernen enthält. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann seht euch einfach die Daten an. Allein in den letzten 3 Jahren haben Investoren 330 Milliarden Dollar in 26.000 Startups im Bereich KI und maschinelles Lernen gesteckt. Könnt ihr euch das vorstellen? Was um alles in der Welt machen diese 26.000 KI-Startups eigentlich? Nun,
In 9 von 10 Fällen haben sie ein normales, langweiliges Geschäft wie Compliance oder Banking, aber sie fügen einen KI-Twist hinzu. Wir revolutionieren die Einhaltung von Vorschriften mit Hilfe von KI oder wir revolutionieren das Bankwesen mit Hilfe von KI. In Wirklichkeit ist alles, was sie tun, das Geschäft mit ChatGPT-APIs zu verbinden und es ein KI-gestütztes Geschäft zu nennen. In der Regel bieten solche Integrationen nur einen geringen Mehrwert, aber sie sind ein großartiges Verkaufsargument für Investoren, um Geld zu horrenden Bewertungen zu beschaffen. Was die eigentliche KI-Innovation angeht, leisten diese Unternehmen jedoch nicht viel. Wie ihr seht, geben die Großen Hunderte von Milliarden aus und erzielen nur mäßige Ergebnisse, während die Kleinen nur die Goldgräberstimmung um das Schlagwort KI nutzen, um so viel Kapital wie möglich zu sammeln. Wo findet also die echte KI-Innovation statt? Während einige Projekte wie Bard und Gemini ihrem Hype nicht ganz gerecht geworden sind, gibt es Bereiche der KI, die schon jetzt viel besser sind, als der Mensch es je sein wird. Zum Beispiel bei hochkomplexen kognitiven Aufgaben wie dem Schachspiel. Schon 1997 konnte eine KI den weltbesten Schachspieler besiegen und seitdem sind die Schachcomputer immer weiterentwickelt worden. Genauso verhält es sich mit jeder anderen Aufgabe, die klar definierte Regeln, aber eine unvorstellbare Anzahl von Möglichkeiten hat, wie beispielsweise Rubik's Cubes. Mithilfe von 35 CPU-Jahren Computerrechenzeit, die von Google gespendet wurden, konnten Forscher beweisen, dass jede der 43 Quintillionen Rubik's Cube-Möglichkeiten innerhalb von nur 20 Zügen gelöst werden kann. Aber selbst für Rubik's Meister wäre es unmöglich, jede einzelne dieser Lösungen zu finden. Neben kognitiven und strategischen Aufgaben hat sich die KI auch bei der Nachahmung der natürlichen menschlichen Sprache hervorgetan. Wenn es um Genauigkeit und Zuverlässigkeit geht, ist das ein ganz anderes Thema, aber wenn es darum geht, normale Unterhaltungen zu führen, ist die KI im Chat fast nicht mehr von Menschen zu unterscheiden. Viele würden sogar behaupten, dass ChatGPT den Turing-Test komplett über den Haufen geworfen hat und dass wir jetzt neue Methoden brauchen, um den Fortschritt der KI zu bewerten. KI-Modelle haben auch in kreativen Bereichen wie Kunst und Sprache erhebliche Fortschritte gemacht. Technisch gesehen ist eine KI nicht zu Kreativität in der Lage, aber sie ist in der Lage, die Kreativität der besten Künstler der Welt zu nutzen, um etwas zu schaffen, das neu zu sein scheint. Wenn es allerdings um Dinge geht, die keine klar definierten Regeln haben oder die sehr variabel sind, wie zum Beispiel das Autofahren, hat es die KI schwer, mit dem Menschen mitzuhalten. Für diese Beobachtung gibt es sogar einen Namen: Moravec's Paradoxon. Das Paradoxon beschreibt, dass es für Computer super leicht ist, Dinge zu tun, die für Menschen extrem schwer sind, Massendatenanalyse und Berechnungen. Umgekehrt ist es für Computer super schwer, Dinge zu tun, die für Menschen natürlich sind, wie Tiefenwahrnehmung, Feinmotorik und angeborene Rückkopplungskontrollsysteme. Und dieses Paradoxon scheint das größte Hindernis zu sein, wenn es um die meisten KI-Anwendungen für Verbraucher geht. Aber nicht alles muss den Verbrauchern direkt dienen. Eine der größten Anwendungen von KI findet sich in der Welt der Forschung und Entwicklung. Nehmen wir zum Beispiel das Chipdesign. KI hat sich als sehr leistungsfähig erwiesen, wenn es darum geht, Milliarden von Variationen im Chipdesign zu analysieren, um die Leistung zu maximieren und den Stromverbrauch zu minimieren. Jensen Huang sprach kürzlich darüber, dass sich Nvidia nicht mehr auf die Entwicklung von Chips konzentriert, vielmehr konzentrieren sie sich darauf, die KI zu entwickeln, die die Chips entwickelt. Und Chips sind nur eine Branche, die von der KI-basierten Forschung und Entwicklung profitiert hat. Eine weitere Branche, die von der KI-Forschung angetrieben wird, ist die Medizin, genauer gesagt die Nanotechnologie. Viele Wissenschaftler gehen sogar davon aus, dass eine super lange Lebenserwartung von 200 Jahren und mehr dank KI viel näher ist, als wir denken. Wie ihr seht, schreitet die KI schneller voran, als ihr denkt, aber nicht im Science-Fiction-Sinne von selbstfahrenden Autos und Amazons Just-Walk-Out-Technologie. Der größte Teil der KI-Fortschritte findet hinter den Kulissen statt, um die Effizienz zu steigern und das Innovationstempo zu beschleunigen. Hier macht KI wirklich schneller Fortschritte, als man denkt, aber wenn es um Science-Fiction-Anwendungen geht, diese sind wahrscheinlich viel weiter entfernt, als man denkt. Ich möchte dieses Video nicht zu negativ gestalten, denn wir haben in Bezug auf KI definitiv Fortschritte gemacht. Dennoch scheint es, dass die meisten Errungenschaften der KI hinter den Kulissen liegen und kaum in der Realität Anwendung finden. Damit KI ihr versprochenes Sci-Fi-Potenzial wirklich ausschöpfen kann, brauchen wir noch viel Zeit und praktisch unbegrenzte finanzielle Mittel. OpenAI zum Beispiel hat nur einen Jahresumsatz von 2 Milliarden Dollar, aber eine Bewertung von fast 100 Milliarden Dollar.
Sam Altman will bis zu 7 Billionen Dollar aufbringen, um die Vision von OpenAI zu verwirklichen. Stellt euch mal vor, was für eine Bewertung das Unternehmen bräuchte, um 7 Billionen Dollar aufzubringen. Wir reden hier wahrscheinlich über eine Bewertung von mehreren Billionen, wenn nicht sogar von 100 Billionen Dollar. Wenn jemand das schaffen kann, dann wahrscheinlich OpenAI, aber das lässt erahnen, wie viel Arbeit, Kapital und Zeit noch nötig sind, um diese Art von KI Wirklichkeit werden zu lassen. Das soll aber nicht heißen, dass es keine KI-Gewinner gibt. Die Gewinner sind nicht die großen Technologieunternehmen, die hunderte von Milliarden in KI-Modelle stecken oder die Hype-Startups, die vom Goldrausch profitieren oder sogar die KI-Startups, die Tag und Nacht daran arbeiten, die Branche voranzubringen. Die wahren Gewinner sind die Unternehmen, die die Schaufeln verkaufen, angefangen natürlich bei Nvidia. Allein in den letzten 12 Monaten ist der Jahresumsatz von Nvidia von 4,8 Milliarden Dollar auf 30 Milliarden Dollar in die Höhe geschnellt. Das ist ein Anstieg um 25 Milliarden Dollar. Bei den derzeitigen Einnahmen von OpenAI bräuchte das Unternehmen mehr als 12 Jahre, um so viel Umsatz zu machen, geschweige denn einen Nettogewinn nach allen Kosten und Steuern zu erzielen. Nvidia ist aber nur ein Gewinner. Ein weiterer Gewinner ist Microsoft. Ihr habt sicher schon von der großen Investition von 10 Milliarden Dollar in OpenAI gehört, aber wenn ihr das Kleingedruckte lest, werdet ihr feststellen, dass es sich nicht um eine Investition, sondern um ein Darlehen handelt. Microsoft hat Anspruch auf 75% der Gewinne von OpenAI, bis sie ihr gesamtes Geld zurückbekommen haben, und erhält dann einen Anteil von 49% am Unternehmen. Ich sollte auch erwähnen, dass OpenAI bisher nur einen Bruchteil der versprochenen 10 Milliarden Dollar erhalten hat. Es handelt sich also nicht einmal um ein Darlehen im Voraus, sondern eher um eine Art: Wir finanzieren euch, wenn ihr es braucht. Wenn ihr mich fragt, hört sich das nach einem tollen Geschäft für Microsoft an. Außerdem ist anzumerken, dass OpenAI durch den großen Anteil von Microsoft gezwungen ist, Azure-Rechenzentren und Supercomputer zu nutzen. Im Gegensatz zu AWS oder Google Cloud, was uns zu den letzten Gewinnern des aktuellen KI-Booms bringt: Infrastrukturanbieter. Nvidia-GPUs sind für sich allein nicht nützlich. Man muss Zehntausende dieser Grafikprozessoren zu Supercomputern zusammenbauen, um sie nützlich zu machen. Und könnt ihr erraten, wer diese Supercomputeranbieter sind? Das sind natürlich Google, Microsoft und Amazon. Das wahre Geld in der KI liegt also nicht in Workout oder Bard oder Gemini oder sogar ChatGPT. Das wahre Geld in der KI liegt darin, den Traum an Investoren und Startups zu verkaufen. Diese Startups verdienen Geld, indem sie den Traum an Investoren verkaufen, und Big Tech verdient Geld mit dem Verkauf dieses Traums an die Startups, da sie durch den Verkauf von GPUs und Infrastrukturen große Gewinne erzielen. Das ist die Wahrheit über KI. Wie immer liegt das Geld im Verkauf der Schaufeln, nicht im Finden des Goldes selbst. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch doch jetzt eines unserer anderen Videos an, und wenn ihr mehr Fragen einfach erklärt haben wollt, abonniert gerne den Kanal.